Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid in Eorzea, ihr Abenteurer und tapferen Recken und Reckeninnen. Wir sind jetzt wieder da, wie versprochen, Camp Knochenbleich. Ich habe euch die Anreise mal erspart. Das war qualvoll und mühsam und wäre fast gestorben an den elendigen Staub, der hier überliegt. Oh, das ist was. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Staub in den Handschuhen. So, wir müssen mit diesem Bart sprechen und herausfinden, warum eine Entführung der Flüchtlinge stattfand. Also ein bisschen Detektivarbeit. Detektiv Lygus bzw. Wojnomir Brankasz meldet sich zu Dienst. Ja, Isenbart, das bin ich. Was gibt's? Die Entführung willst du aufklären? Ah, dann musst du der Abenteurer sein, den Minfilia gemeint hat. Man hat uns ja gewarnt, dass wir uns vor den Amaljar in Acht nehmen sollen. Ja, würde mich wirklich nicht wundern, wenn die hinter der Sache stecken. Wenn ich dir irgendwie bei der Aufklärung der Sache helfen kann, sag mir Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Camp verantwortlich. Okay. Dann nehmen wir die Gürtel, den brauchen wir. Endprojizierungskristall. Ah. Und den Gürtel. Ein Stufenaufstieg. Hey, toll. Nein. Ihr seht, ich habe mein Inventar auch noch mal ein bisschen geleert. Ich hatte mal die Gelegenheit, noch mal schnell ein Gehilf noch mal kurz zu machen und dann mit dem gemacht und meinen ganzen Kram, die gab, also ganzen Mats und so, alles da noch mal schnell reingepopelt. Diesen Bart im Camp Knochenbleich das Sagen hat, sucht jemanden, der Leichname von Pilgern für ihn birgt. Das machen wir. Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Mit Philia vermutet die Amaljar hinter den Entführungsfällen in dieser Gegend. Das würde mich nicht wundern, denn Ärger machen sie uns hier Amaljar genug. Knochenbleich wird sie von der Legion der Unsterblichen patrouilliert. Aber die können auch nicht jeden Stein umdrehen. Bedauerliche Zwischenfälle sind daher an der Tagesordnung. Erst gestern wurden südöstlich von hier einige Pilger, die zur Sankt Adama-Landdama-Kirche wollen, von einer Horde Amaljar überfallen und getötet. Ich sehe die armen Seelen ungern als Hyänenfutter enden und würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen. Aber die hinterhältigen Amaljar lauern vielleicht noch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden. Doch auch du scheinst mir durchaus befähigt, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre sehr geholfen, wenn du die Leichname bergen und zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar etwas über die Machtschaffen der Amaljar in dieser Gegend raus. Ah, gut. Dann machen wir das mal. Wo muss er denn da hin? Ah, da hinten hin. Dann hätten wir auch da rausgehen können. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja, halb im Kreis. Oh, Chocobo. Na, nochmal hin. Ja, nichts. Ich will jetzt keinen Linien-Chocobo haben. Wieder vielleicht, wenn wir ihn zurück müssen. Erstmal muss ich jetzt ein paar Pilgerleichname besorgen. Und ich krieg dann bestimmt nochmal auf die Mütze von ein paar Amaljar. Aber ich bin ja großer, mächtiger Krieger, großmächtiger Pikenier. Huch, dahin. Da, wo der lila der Kreis groß hervorgehoben ist. Müssen wir hin. Ja, mal hier die Ortszeit umstellen hier. Und dann auch weiß, wie spät das ist. Da sind die Amaljar. Die bösen, bösen. Man kann ja auch mal die neuen Stoß anwenden. Und. Haha! Ah, da habt ihr das gesehen, wie das macht so ein Pikenier. Groß und mächtig, dieser Pikenier. Beides ist eine Revolverklinge. Dann sind wir eine große, mächtige Revolverklinge. Weiß, ich nerv euch damit. Aber ich will euch diesen Wunsch ja noch erfüllen. Und sobald ich eine Revolverklinge bin, höre ich auf. Das spiele ich nicht mehr weiter. Nur um dann euch dann zu ärgern, spiele ich da nicht mehr weiter. Und sag so, jetzt bin ich Revolverklinge und vorbei. Ich dann nicht mehr auf Stufe 80. Nö. Hallo Isenbart. Ist es dir gelungen, die Leichname der Pilger zu bergen? Aber natürlich, guck mal, das sind Pilgerleichname, getarnt als Blumen.
Danke, du hast den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass man sie angemessen bestattet. Was diese elenden Amalja betrifft, ich frage mich, wie sie es schaffen, sich mit ihren riesigen Körpern in der kargen Landschaft da draußen zu verbergen. Geschweige denn, sich unauffällig anzunähern. So kann man doch niemanden entführen. Ihre Opfer sind vom Edmund verschluckt. Anders als die armen Pilger, die du mir gerade gebracht hast. Du musst jetzt unter uns bleiben. Aber bei deinem Entführungsfall, es würde mich schon verdammt wundern, wenn die Dreckigen bisher nicht einen Komplizen unter uns hätten. In diesem Camp herrscht reges Durchgangsverkehr. Es wird von vielen Pilgern und Trauernden als Zwischenstation genutzt, weil ja die Grabanlagen ganz in der Nähe sind. Solche Typen sind da keine Seltenheit. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick, aber selbst ich vermag es nicht, mir alle Gesichter zu merken, die hier ein- und ausgehen. Nicht auszuschließen, dass irgendein Halunke sich hier unter die Leute gemischt hat und die Vermissten an die Amalja verkauft. Oh, das wäre fatal. Eine Gruppendeckung nicht für uns. Okay. Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen. Findest du nicht? Solange hat das Opfer hauptsächlich unter den Flüchtlingen gegeben. So, jetzt. Der war hier ratter, ratter. Vielleicht wissen welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erstmal Rat bei Ungunst einholen. Der Händler lebt zwar seit einigen Jahren auf dem Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier besser einschätzen als ich. Hier vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schroff der Gute, aber lass sich davon nicht abschrecken. Ich habe vorhin gesehen, wie er poltern und zedern in die Schenke verschwunden ist, wo er sich vermutlich die von vielen Peitschen heißgeredete Kehle kühlt. Vielleicht wird er ja noch ein paar Krüge gesprächig. Zeig ihm aber sicherheitshalber dieses Empfehlungsschreiben von mir, damit er dich nicht unbesehen unter dem hohen Bogen aus dem Fenster wirft. Na, das sollte er aber mal wagen, mich aus dem Fenster zu schmeißen. Mich, den großartigen Wojnomir Brankasch. Ah. Das ist die Schenke? Das ist die Schenke. Da ist der Ungust. Ah. Den kennen wir doch. Hahaha. Du schon wieder. Unsere Begegnung in Ulda hat mir gereicht. Also schwör ab. Findet man denn nicht mal in seiner Heimat mehr Ruhe? Ja, den kennen wir doch. Was? Sinbad schickt dich? Da bleibt mir ja wohl keine Wahl. Ich soll dir also was über Flüchtlinge erzählen, hä? Ja, hier gibt's mir da nichts zu sagen. Die armen Wichter sind so traumatisiert, dass sie schon reichs ausnehmen, wenn man sich ihnen nur auf 10 Schritte nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass Kerle wie ich sie hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandelt und ordentlich rumgescheucht haben. Jetzt mit all den Vermissten und so werden sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selber mal versuchen, was aus einem von ihnen rauszukitzeln. Viel Glück, mein Freund, du wirst es brauchen. Na, ich will dir und will euch helfen. Ein ausgehungerter Bettler. Ja, gib dir ein paar Geld, dann klappt das schon. Aber ist jetzt auch schon die Abenteurer auf uns abgesehen? Wenn die Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt. Was? Ich will dir doch nichts tun. Ich bin doch ganz lieb. Von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mittel zum Zweck. In Tal als Hölle sollt ihr alles schmoren. Okay. Hilfe! Bleib mir vom Leib! Ich weiß von nichts. Ehrlich, versteht mich nicht! Bitte! Oh. Dann hat der Ungust ja wohl wirklich ein bisschen Unruhe gestiftet. Aha. Hey, Alter, geht's dir gut? Warum geht diese verdammte Tür nicht auf? Weil du an der Mauer stehst. Die Tür ist 2 Meter hier. Ach, was soll's. Wie? Hallo, Ungust. Und, glaubst du mir jetzt? Die Flüchtlinge sind ein verschlossenes Völkchen. Was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Habe übrigens so meinen Zweifel, ob an dieser Entführungsgeschichte überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie es da finden, wage ich aber mal schwer zu bezweifeln. Okay. Das heißt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen, um an die Flüchtlinge ranzukommen. Sehr mysteriös. Ganz, ganz so. Warum haben die denn solche Angst? Nur weil man sie schlecht behandelt hat? Aber das sind doch nicht alle so. Und haben deine Nachforschung irgendwas gebracht? Verstehe. Glaubst du, Ungust hat recht mit seiner Theorie? Ob die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen?
Aber dann hätten sie sich doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann das nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht an die Priester wenden. Ich werde mir etwas zurechtlegen, also lass dich demnächst wieder hier blicken. Okay, mache ich. Um mit den Priestern zu sprechen, solltest du dich zum Sankt Adama Landama Kirche begeben. Sie liegt gleich westlich dieses Caps. Wenn du sowieso dort vorbeischaust, kannst du auch gleich eine der Leichname mitnehmen. Ich hatte nämlich die Nachricht erreicht, dass das erste Grab ausgehoben worden ist. Der Friedhofswärter Marquez wird dir sagen, wo genau du den Leichnam hinbringen sollst. Okay, das machen wir. Dann gehen wir mal zur Adama Landama Kirche. Ach, das ist ein schwieriger Name. Adama Landama. Ob ich es mir irgendwann nochmal merke und richtig aussprechen kann? Ich wage es zu bezweifeln. Oh, da liegt schon wieder einer. Oh. Ja, ist Marquez. Marquez. Ey, Keule, ich bin da. Marquez? Ja, da bin ich. Isenbart schickt dich, um Nachforschung über die verschwundenen Flüchtlinge aufzustellen. Ich will helfen, wo ich kann. Doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Den Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauf laufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Was? Ein Gebet? Was? Warum übrigens hier auf dem Hügel? Was soll denn das? Das ist gar kein Loch. Der hat gelogen. Ich bin voll gelogen hier. Leichnam transportiert. Und jetzt noch. Aha. Leichnam bestattet. Okay. Gut, das mit dem Gebet lassen wir dann jetzt mal hier. Da bin ich wieder. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Allein dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Und würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Urken, ach wie auch immer, ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blind mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte weiter sein Tagewerk verrichten. Mach ich. Gehen wir mal rein mit der Priesterin sprechen. Priesterin, ich bin willkommen, um dich hier auszuquetschen. Wie eine Tomate. Und vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seele gekümmert hast. Richte Isenbart bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Wie Marquez dir ganz recht erzählte, stehe ich in den engen Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnen sie nämlich noch ihr Herz und berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marquez war nicht allzu grob zu dir. Seit der 7. Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er sich vor einem anderen Besucher, ich glaube sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Sei versichert, dass ich mir den Flegel nachher einmal zur Brust nehmen werde. Nein, brauchst du nicht. Wenn er da Probleme hat, ist so. Muss jetzt zu Isenbart wieder zurückgehen? Ja, war das nicht? Na gut. Gehen wir wieder zurück. Einmal nur den Toten bestatten. Naja. Vielleicht hat ja der Tancred was rausgefunden. Wäre ja schon möglich. Da ist Isenbart. Hallo Isenbart. Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Nein. Na, sieh mal einen an, wenn das nicht Voinomir ist. Du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit? Löblich, löblich. Hier, Tancred. Erlaub mir, mich vorzustellen, wer der Isenbart. Mein Name ist Tancred und ich bin wie Voinomir mit der Aufklärung des Falls der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich wurde von Ungus an die Priester verwiesen und ich glaube, der mürrische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemand gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Orken in Frage. Ehrenwerte Priesterin? Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Orken ist die gütigste Seele, die ich kenne.
Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dorn. Ratet ihr tun nicht, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquess. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam. Wirklich seltsam. Auch wieder nichts besser. So.